Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück zu Train Sim World 3 und fahren heute mal wieder Train Sim World 2 Content, glaube ich, ausschließlich. Und zwar die BR242, den Talent 2, in der Creators Club Lackgebung S-Bahn Rhein-Neckar, beziehungsweise bewegt vom lieben Nico Bennys. Vielen lieben Dank dafür. Das gucken wir uns mal etwas genauer an. Auf der Strecke Köln-Aachen, startend um 7.47 Uhr in Köln Hauptbahnhof. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir legen direkt los. Das Video tätowieren wir noch so ein bisschen über. Übungsfahrt für Checo unter der Haube von der PZB, denn da muss ich ja immer noch ordentlich weiter üben. So, 321,6 Tonnen bei 8 Zugeinheiten, heißt Doppeltraktion bei 142,8 Meter Länge und wir schalten den Richtungswender auf vorwärts, öffnen die Türen, steigen mal aus und gucken uns das gute Gerät mal an, blenden das HUD aus. So schaut diese Lackgebung aus. Ich bin natürlich wieder nicht vom Fach und kann es nicht genau bewerten, ob die jetzt wirklich originalgetreu ist oder eben nicht. Aber gefallen tut sie mir. Wir fliegen hier mal durch. Schön, schön. Gefällt mir schon. Ich mag's, wenn wir eine Doppeltraktion haben und eine gemischte Lackgebung haben. In dem Fall haben wir hinten DB Regio mit am Start. Ich bin mir aber nicht sicher und würde behaupten, auch wenn ich nur Laie bin, dass bei den Bewegt-Garnituren, die eigentlich immer konstant auch in Doppeltraktion in einer Lackgebung auftauchen, ich kenne da keine gemischten Lackgebungen. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob es hier so eine gemischte Lackgebung als Doppeltraktion durchaus gibt oder ob die Bewegt-Garnituren wirklich nur einheitlich auch in Doppeltraktion unterwegs sind. Würde mich interessieren. So, Checo und Fachsimpelei, es wird immer besser. Dann fliegen wir nochmal auf die andere Seite, da sind wir aber auf der Schattenseite, sehen gerade noch nicht viel, so schaut das Ding aus. Gucken wir uns unterwegs bei der Fahrt mal ein bisschen genauer an. Schwingen wir uns nochmal rein, wir schalten natürlich ein die SIFA, wir schalten ein die PZB. Grusel, Grusel, haben noch knappe 40 Sekunden bis zum Start, können aber die Türen schon mal verriegeln. Haben kaum Fahrgäste an Bord, soweit ich das jetzt eben richtig gesehen habe und suchen uns einfach für die Abfahrt schon mal eine schöne Position und dann kann es jetzt losgehen. Wäre noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Jedenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Vielen lieben Dank vorab dafür. Auf geht's! Also, mir gefällt es auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, dass wir nicht gleich zu schnell werden. Hat einen Blenden, sonst sehe ich hier aus der externen Perspektive auch gar nichts. Dann befreie ich mich schon mal. Funktioniert sogar. Checo-like, sehr nice. Profi eben. Und dann schalte ich tatsächlich noch... Ich drücke erstmal SIFA und schalte den Tempomat ein. Der steht auf... Jetzt auf 40. Und wir könnten ja dann gleich... beschleunigen noch ein Stück weit. Schaut auf jeden Fall erstmal gut aus. Gucken wir uns das Ding nochmal von kurz von draußen an. So schaut die Gute von draußen nochmal aus, jetzt in der Vorbeifahrt. Schön! Fällt mir, wir sind ein bisschen langsam unterwegs. Stichwort Fahrplan, sei es drum. Wir gucken einfach mal. Schnell noch die SIFA gedrückt. Ich hoffe, ich war nicht schon zu spät. Hätte ich mal deaktivieren sollen. Mal ein bisschen spotten. Wir probieren es mal so. So, dann Tempomaten. Nix AFB, Tempomaten hoch auf 60. Wunderbar. Und wir gucken nochmal von draußen. Jo, schaut gut aus. Kaum Fahrgäste an Bord. Was ist da los? Will keiner mitfahren? Die sind alle in Köln ausgestiegen, oder? Aber gut, wenn so ist, dann ist so. Köln-Ehrenfeld in 2,3 Kilometer. Passt. Wir können ein bisschen Schub geben. Auf 80 auf jeden Fall den Tempomat nochmal nachjustieren. Und tatsächlich. Zeitraffern war schon das erste Mal. Und gucken, wie wir denn in Köln-Ehrenfeld zum Halten kommen. Gut, noch gute 700 Meter bis zum Haltepunkt, bis zum Bahnsteig. Wir hätten eigentlich noch Gas geben können, habe ich jetzt gar nicht mehr gemacht. Tempomat nehmen wir raus. Und dann bremsen wir erstmal gleich gemütlich ab. Und danach gehen wir dann mehr oder weniger auf Reisegeschwindigkeit 160 km/h über.
Und tatsächlich, Talent gefällt mir natürlich allemal viel, viel besser als eine BR423. Stichwort Bremse, Agilität. Also 423, ja, wirklich eine Riesenkatastrophe. Sehr cool, oder? So mag ich das. Links entriegeln. Und wir zeitraffern das mal fix weg. So, ich glaube, wir kommen mit ein ganz bisschen Verspätung nur los. Aber das ist dann halt so. Türen schließen nämlich erst jetzt. Okay. Auf geht's. Leistung, Vollgas rein, Abfahrt. Tja, da merkt man, dass ich halt einfach der Hobbylokführer bin. Immer Ruf auf die Hupe, beziehungsweise Makro halt. Das wird bei mir nun mal so bleiben. Auch wenn es nicht der Realität dem Vorbild entspricht, gelle. So, hat an. Und bis zum nächsten Bahnhof Horem sind es gute 14 Kilometer. SIFA nicht vergessen. Tempomaten einschalten. Hochregulieren. 160 ist maximale Reisegeschwindigkeit in dieser Garnitur vom Talent 2. Und die klinken wir jetzt auch ein. Und wenn wir das haben, dann zeitraffern wir wieder. Bis gleich. So, Freunde, jetzt wird es tatsächlich noch spannend. Wir nehmen mal den Schub raus. Ah. Wachsam-Taste, check, frei. Beziehungsweise hier ist Wachsam, hier ist SIFA. Shit, habe ich gedrückt. Befragung nicht möglich, Geschwindigkeit 45. Alles klar, sind wir unterwegs. Wie hätte ich denn das vorher kennen sollen? Also da weiß ich wieder nicht genau, wie ich das hätte machen können. Auch noch Notbremse. Ah, verdammt. Ach man, das ärgert mich natürlich. So, jetzt kommen wir erstmal zum Stehen. Aber wir können uns auch gar nicht befreien. Warum nicht? Wir sind wachsam. Achso, Befreiung nicht möglich. Ja, okay. So. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Und dann geht es jetzt gleich weiter. So ein Mist. So, also wie auch immer, ich hätte das Signal jetzt schon frühzeitig erkennen können. Da fehlt es mir wieder noch völlig am Verständnis, weil ich hatte ja gar keine Chance, entsprechend zu interagieren zugunsten, ja, der Systeme. Also, jetzt schalten wir mal die wieder ein und den Tempomaten machen wir Befreiung möglich, befreit. Darf ich jetzt 45? SIFA? Oder darf ich schneller? Er ist jetzt normal, also darf ich 85, oder? Komm, wir probieren mal. Ja. Wie weit ist überhaupt noch bis zum Bahnhof? 1,1 Kilometer. So, 85, SIFA-Check. Mann, ich werde es nie lernen, Freunde. Also, mich, das stinkt mich natürlich an. Aber so richtig bin ich dann nicht im Bilde. Haben wir eigentlich dynamisches Wetter an? Kann sein, gell? Wird ganz schön neblig mittlerweile. Oder dürfte ich sogar jetzt noch schneller, wenn ich wollte? Ich weiß es nicht. Mich macht das System immer völlig fertig. So, da drüben Kollege, der wird auch mit den Augen rollen. Der hat das ganze Spektakel sicherlich mitbekommen. Und
und wir bremsen den mal ab. Das sieht auch noch so aus, als ob wir hier gar nicht solide zum Halten kommen. Mann, so ein Shitkram. Bremst das Ding, Junge! Also, das ist ja schon wieder ein Video zum Kecken hier, wirklich wahr. So, wie weit stehen wir drüber? Ja, sehr geehrte Fahrgäste, an Tür 1 bitte nicht aussteigen heute. So, rechts öffnen. Jetzt hätte ich gedacht, bis hier können wir das Video schon beenden. Können wir aber nicht. Tatsächlich müssen wir jetzt noch den nächsten Bahnhof nochmal anfahren. So können wir es ja nicht auf mir sitzen lassen. So, wir sind knapp über dem Fahrplan. Ist halt so. So what, so what, so what. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. Oder eben auch nicht. Würde ich auch akzeptieren können. Ich Zeitraffer mal kurz. So, Türen schließen. Und dann auf geht's. Schubrakete. Ja, das Makro, die Hupe, haben wir uns wohl gerade nicht verdient. Schade, schade, Schokolade. Dann geht's jetzt so weiter. Sifa drücke ich auch gerade immer blind. Passt. Wir stellen den Tempomat auf die erlaubten, okay, 160 km max. Zugbegegnung, ja, servus. So, 160 eingeklinkt, Sifa gedrückt, Leistung mal noch hochgekurbelt und dann können wir wieder Zeit raffern. Nächster Bahnhof wäre Düren. Um 8.13 Uhr. Das werden wir sicherlich nicht ganz packen, in der Hoffnung, dass unterwegs nicht nochmal eine Zwangse kommt. Ich Zeitraffer nochmal. So, Freunde, keine 1,5 Kilometer mehr. Wir nehmen den Tempomaten raus. Und, ja. Wir gehen auf jeden Fall mal schon in den Bremsvorgang. Und wahrscheinlich wieder unterschätze ich das ganze Ding mordsmäßig. Gibt's gar nicht. Ja, wir rauschen mit 70 in den Bahnsteig ein. Das wird noch gut gehen. Sifa, check. Aber das war schon wieder halt mehr mit Glück als Verstand, muss man ganz klar sagen. Und das ist einfach nicht das Ziel. Also, wie kann man so deppert sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Völlige Unterschätzung vielleicht. Weil ich das erste Mal seit so langer Zeit wieder zocke. Ich kann es euch nicht sagen. So, ging auf jeden Fall nochmal gut. PZB, nichts los, keine Zwangse. Also alles im grünen Bereich. Jo, Freunde, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wir beenden unsere Fahrt hier. Haben uns das Gerät mal ein bisschen angeschaut von außen, schon in einigen Spotting-Perspektiven. Und ich sage, wenn noch nicht geschehen, lasst gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare natürlich. Hoffentlich schimpft ihr nicht so doll mit mir. Und in dem Sinne, seid's gesund, bleibt's gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Checo. Servus. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid.